Der Weltcup Sylt ist nicht nur der längste Event, sondern hat alle drei Disziplinen, sowohl im Slalom, wie auch in der Welle, wie auch im Freestyle, werden hier die Weltmeistertitel vergeben am letzten Sonntag. Von dem her hat er natürlich einen sehr hohen Stellenwert. Die Bedingungen sind die anspruchsvollsten. Ein Tag kann 0 Wind sein, nächster Tag kann schon 8 Windstärken sein. Wind von links, Wind von rechts. Große Wellen, kleine Wellen. Das sind auch die meisten Zuschauer. Es kommen anscheinend über 200.000 Zuschauer während den 10 Tagen. Das heißt, es ist schon einiges geboten. Mit allen möglichen Essqualitäten und Trinkqualitäten, mit Partys von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts. Das heißt, ich habe schon sehr viel gute Laune hier gesehen und erlebt und ich denke mal, der Zuschauer kommt auch deswegen gerne her. Tage Weltcup gehen hier zu Ende auf Sylt. Nächstes Jahr, in 2013, geht es ab dem 27. September wieder los. Ich bin dabei und ihr hoffentlich auch.